erste Halbzeit war wieder schlecht. Ich weiß nicht, warum wir so schlecht in die Partie gekommen sind. Wir nehmen uns immer sehr viel vor, wir trainieren gut. Und es ist so, wir wollen zu viel und dann geht das nach hinten los. Wir müssen uns selber in die eigene Nase fassen, damit das besser in der Zukunft wird. Die zweite Halbzeit war okay, gut. Und wir können wieder auf die zweite Halbzeit aufbauen. So aufs ganze Spiel gesehen, war es natürlich ein unglücklicher Spielverlauf für uns, eben mit den zwei Tore, was wir gekriegt haben. Aber ich glaube, dass wir dann in der Halbzeitpause auch angesprochen haben, an was gelegen hat. Und ich muss echt dann ein großes Lob aussprechen, zweite Halbzeit, das war wirklich wieder gut. Und dann haben wir uns auch den Punkt mehr als verdient, finde ich. Ja, zweite Halbzeit war sehr, sehr gut. Man war ja sogar ja, dann am Ende sogar näher am Sieg, oder? Ja, es fällt das Quäntchen Glück. Es kann auf die eine, aber auf die andere Seite gehen. Und wie gesagt, wie es angefangen hat, können wir mit den Unentschieden gut leben. Aber wir wollten halt einen Sieg. Ja, woran ist gelegen, dass man in der ersten Hälfte mehr die PS nicht auf den Platz gebracht hat? Ja, das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ich glaube einfach, dass noch ein bisschen zu viel Lockerheit drinnen war. So habe ich ja das Gefühl gehabt. Und ja, wir waren dann auch nicht giftig genug in die wichtigen Situationen eben und haben dann auch vergessen, einfach zum Spielen. Und ja, so sind dann auch die zwei Tore zustande gekommen und das war natürlich sehr bitter für uns. Das ist leider bei uns oft so, dass wir eh die Tore verteidigen hätten können und nicht, dass der Gegner jetzt so super die Tore ausspielt und so. Aber ja, Fehler passieren und natürlich bitter, dass wir dann gleich erste Halbzeit zwar noch in Rückstand sind. Aber ja, im Endeffekt haben wir noch das 2-2 gemacht und ja, auch einen wichtigen Punkt geholt. Was war dann zweite Hälfte besser? War man aggressiver oder giftiger? Ja genau, wir waren giftiger, wir haben die Zweikämpfe besser angenommen, wir haben sie auch gewonnen und das hat man auf dem Platz gesehen, dass das gleich besser ausgeschaut hat. Das war ein komplett anderes Bild, woran liegt das? Ich bin derzeit ohne eine Antwort auf diese Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, wir müssen mit dem Trainerteam alles zusammen das Spiel wieder analysieren, das Positive mitnehmen und in den nächsten Spielen punkten. Ja, zweites Heimspiel für dich, zweites Tor, aber ja, auch ein bisschen Pech beim Abschluss, ein Lattenkopfball war auch noch dabei. Ja, das ist schade, aber wir gehen weiter. Das nächste Spiel wird besser. Die Mannschaft hat Charakter, weil nach dem 0-2 wieder zurück ins Spiel zu kommen, das können nicht viele Mannschaften. Das ist das Positive, das wir aus dem Spiel nehmen können. Da haben wir ein ganz anderes Gesicht gesagt, zweite Halbzeit. Wir haben dann auch gleich am Anfang eine gute Chance gehabt vor der zweiten Halbzeit, wo wir eigentlich schon einen Anschlusstreffer erzielen müssen. Und wirklich, man hat dann auch gesehen, dass Bayern ein bisschen die Unsicherheit gekommen ist, wie wir einfach dann stärker geworden sind. Und ja, dann auch gegen Ende haben wir noch ein paar Chancen gehabt, die wir auch nützen hätten können. Aber ja, so ist Fußball und ja, 2-2 ist okay. Und unterm Strich ein wichtiger Punkt, das ist mir, wir haben mit dem GRK gleichgezogen. Ja genau, das ist ganz wichtig. Jetzt sind wir wirklich dabei, muss man sagen. Auch Punkte gleich. Und zu den weiteren Plätzen vor fällt auch nicht viel, das sieht man. Und ich glaube einfach, dass extrem viele Mannschaften heuer da hinten drin sind. Und darum ist eben, kann eben am Schluss jeder Punkt sehr wichtig sein. Ja, jetzt muss man aber leider eine Zwangspause einlegen durch einen Corona-Erlass von der Bundesregierung. Wie geht es hier damit um, mit der vierwöchigen Pause? Ja, wir müssen das eh so hinnehmen. Ich glaube, wir werden sicher normal trainieren immer, werden auch Testspiele einschirmen. Und ja, wir müssen einfach die Spannung hochhalten und dann schauen wir, wie und wann die nächsten Spiele dann sind. Wir nehmen es, wie es kommt. Wir müssen uns auf die neue Situation einstellen und wir werden mit dem Trainerteam sicher eine adäquate Lösung finden. Aber ich glaube, dass auch dem einen oder anderen vielleicht einmal ein, zwei Tage Pause recht gut tun. Auch wenn wir jetzt natürlich noch nie verloren haben im Frühjahr und jetzt ja 5 Punkte geholt haben. Aber ich glaube, dass das schon okay ist und das ist für jeden gleich. Also es ist nicht irgendeine Mannschaft, die jetzt durchspielt. Und ich glaube, dass das schon so gerecht ist. Das Wichtigste, ja, die Gesundheit geht ja vorne. Ja, genau so ist es. Ich glaube, die Verantwortlichen werden sich da schon was dabei gedacht haben und werden das jetzt da auch weiterhin eben schauen, wie das läuft. Und ja, unsere Aufgabe ist einfach, dass wir ja, so gut es geht, das wegstecken und einfach an uns arbeiten und an unsere Fähigkeiten weiterarbeiten. Und gesund bleiben. Genau so ist es.
War im Prinzip so wie gegen Blau-Weiß, im Prinzip, wo wir erste Halbzeit keinen Zugriff gehabt haben, einfach keinen zweiten Ball gehabt. Ja, wir sind nicht so in die Gänge gekommen, wie ich gehofft habe. Und ja, und dann geht man ins Spiel rein, obwohl ich muss sagen, wir hätten schon eine riesen Chance gehabt zum 2-1, hätten wir gehabt, aber die haben wir nicht genutzt. Und ja, dann gehst du in die Pause und dann stößt halt um. Und dann ist sehr vieles aufgegangen, dann haben wir wirklich sehr viel Druck gemacht. Und ich glaube, da haben wir 25 bis 30 Minuten wirklich wieder Top-Fußball gespielt, auch sehr viele Chancen gehabt, Stangenschuss, 200-300er Vergebener und ja, und dann das 2-2 gemacht und ja, und dann haben wir noch zwei Möglichkeiten gehabt aufs 3-2, leider nicht gemacht. Da muss ich sagen, leider, dass da Arbeit ausgefallen ist. Das hat uns schon weh, und dann sind wir wieder ein bisschen unsicherer geworden und zum Schluss war es einfach so hin und her. Dem mit langen Bälle, mir mit langen Bälle und im Prinzip muss man sagen, ja, kann es auf der Seite fallen oder auf der Seite. Deswegen bin ich schon zufrieden mit dem Punkt, obwohl wir mehr unbedingt den Dreier braucht hätten. Ich muss auch den Gegner sagen, dass sie auch einen guten Fußball gespielt haben und auch sehr robust auftreten sind, was ich nicht erwartet habe, dass sie so robust sind. Und ja, im Prinzip, wir sind auch eine junge Mannschaft und wir müssen halt auch noch viel lernen. Und ja, aber man muss trotzdem der Mannschaft einmal gratulieren. Aber ich sage trotzdem so, du hast eine zweite Halbzeit gespielt, was top war und das bringt auch nicht jeder zusammen. Und deswegen überwiegt trotzdem das Positive. Wir haben nicht verloren, wir haben trotzdem noch den Punkt gemacht, was auch schwierig ist bei 0-2, dass du nochmal zurückkommst und das nehmen wir mit. Und ja, und natürlich jetzt dann mit der ganzen Sache, mit der Corona da, mit dem ist halt auch schwierig jetzt da und das ist auch vorher schon in die Köpfe gewesen. Ich habe auch gesagt, Jungs, das müssen wir jetzt rausbringen. Ja, es hilft ja nichts. Jetzt schon mal haben wir 2-2 gespielt, wir sind zwar noch Letzter, aber wir sind punktegleich jetzt da. Und ja, wir werden fighten bis zum Schluss. Und ja, wenn wir mehrere so zweite Halbzeiten zusammenbringen, dann weiß ich, dass wir nicht absteigen. Ja, wie geht man jetzt mit dem, ja, mit dem Corona-Erlass um? Das werden ja jetzt da wohl ja, fast 4 Wochen Pause sein. Ja, wir müssen auch wieder trainieren. Wir werden jetzt da morgen auslaufen und so, und dann werden wir uns zusammensetzen, wie wir das Ganze gestalten. Ich muss erst ein Spiel ausgemacht. Vor ein Spiel noch jetzt da. Wir brauchen mindestens noch ein gutes Spiel noch für die Mannschaft. Und ja, am Wochenende möchte ich gerne freigeben, weil das brauchen wir jetzt auch ein bisschen runterkommen und so. Und ja, und wieder die Batterien aufladen. Aber wir werden trotzdem weiter hart arbeiten an uns und natürlich die Fehler, was wir gesehen haben, werden wir ansprechen. Und ja, und dann steht nichts im Weg jetzt. Da sind andere Sachen noch, was so in den Raum stehen, was mich ein bisschen stören, aber jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und ja, und dann werden wir reagieren auf die ganzen Sachen. Und ja, wir werden sicher positiv bleiben, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und ja, wir brauchen Punkte und die werden wir uns holen.